So, hallo liebe Leute von heute, herzlich willkommen zum allerersten Teil meines Let's Plays zu Maniac Mansion. Ich bin der Malomatic und es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, eine kleine Vorgeschichte, bevor wir mit dem Spiel beginnen. Ja, ich hatte schon bereits meine Aufnahme gestartet. Ich bin davon ausgegangen, dass ich damit angefangen habe, aber Fraps ist manchmal für jeden Spaß zu haben. Ehrlich gesagt, Fraps ist ein Spast, weil ich hatte, wie gesagt, die Vermutung gehabt, dass Fraps das alles aufnimmt und so weiter. Und was war? Nachdem ich die erste Aufnahme eigentlich gemacht hatte, hat Fraps natürlich nicht aufgenommen. So, und jetzt gehe ich auf Nummer sicher, um zu sehen, ob Fraps das wirklich macht. Ich habe extra das Fenster minimiert und nehme das jetzt so alles auf und so weiter. Und ja, überwache jetzt nun, ob Fraps seine Arbeit richtig macht. Hoffentlich. So, gut. Also, wir beginnen nochmal wieder von vorne. Also zumindest beginne ich nochmal wieder von vorne. Und ich stelle euch erstmal ganz kurz den Hauptcharakter hier vor. Das ist nämlich der ganz links in diesem weißen Quadrat eingeschlossen. Und zwar ist das hier nämlich der Dave, Sandys Freund, Organisator der Rettungsaktion. So, und wie ich schon bereits im Einführungsvideo erklärt habe, kann man jetzt zwei weitere Charaktere von den sechs restlichen Figuren auswählen. Und ich habe mich dazu entschieden, diese beiden Figuren mitzunehmen. Und zwar einmal Wendy, möchte gerne Schriftstellerin werden und wartet auf den Durchbruch. Und dann, wenn es nach dem Plot gehen würde, dann Bernard, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Also, ich meine, hier ist ja schon nicht Plot, sondern Kanonen. Wenn es nach dem Canon gehen würde, dann würde auch Bernard mit dabei sein, weil er ist schließlich einer der Hauptcharaktere von Day of the Tentacle. So, die anderen Charaktere wären unter anderem Sid, ein aufstrebender Musikant, der eine eigene New Wave Band gründen will. Dann Michael, preisgekrönter Fotograf für die Schülerzeitung. Dann Razor, Sängerin der Punkbands Razor and the Scumettes. Und zu guter Letzt Jeff, hängt normalerweise am Strand rum und hört auf den Namen Surfer Dude. So, ich habe auf jeden Fall vor, zwei Durchläufe zu machen. Es gibt ja vier Lösungswege, das Spiel beenden zu können. Und dementsprechend beginne ich erstmal mit dem ersten Durchlauf und später, wenn wir es einmal durchgespielt haben mit den zwei Lösungen, geht es dann mit dem zweiten Durchlauf weiter mit den anderen beiden Lösungen. So. Nachdem ich das alles gesagt habe, beginnen wir auch gleich sofort mit dem Spiel. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Intro und bis gleich. Vor genau 20 Jahren. Hier sind wir beim alten Haus. Hier hat Dr. Fred Sandy verschleppt. Wir müssen sie da rausholen. Das könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen will? Okay, ich bin schon weg. Bernard, sei kein Feigling. Es geht schließlich um Sandys Leben, Mann. Na gut, wenn's sein muss. Okay, jetzt holen wir Sandy da raus. So, so beginnt also Maniac Mansion. Ich werde mal ganz kurz was testen und ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich auch wieder. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass alles auch korrekt läuft. Ich habe jetzt eben gerade die Aufnahme abgebrochen bei Fraps und es ist alles drauf, was ich haben wollte. So, wunderbar. Ich hoffe, es geht auch so weiter. So, dann wollen wir doch einfach mit dem Spiel beginnen. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz, wie die Technik hier funktioniert. Also ihr seht ja unten die ganzen Verben, die man auswählen kann, wie zum Beispiel nimm Schild, zieh Schild, drück Schild und so weiter und so fort. Damals war es dann noch so gewesen, wie ich das bereits im Einführungsvideo erklärt habe, dass die damaligen Adventure-Spiele meistens mit Textparsern hier sag schon ja, gesteuert worden sind. Da hat man einfach so Befehle eingegeben, wie zum Beispiel Take Shield mit der Tastatur und dann wurde auch meistens die Aktion durchgeführt. Andere Aktionen konnten auch wiederum nicht funktionieren, je nachdem, wie das Spiel konzipiert wurde. Und Ron Gilbert und Co. hatten sich gedacht, wir machen das Ganze ein bisschen einfacher für die Spieler. Man kann jetzt einfach mit den Buttons, die unten angezeigt werden, bestimmte Befehle ausführen
Und die kann man einfach so anklicken und dann mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Ich probiere es einfach mal mit Drückschild. Das kann ich nicht bewegen, also funktioniert das schon mal nicht. Sehr schön zu wissen. Aber ein Befehl funktioniert schon mal ganz klar, und zwar Lies-Schild. Dann kommt das dabei raus. Warnung, Eindringlinge werden schrecklich verstümmelt. Schluck. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Also anscheinend werden Besucher nicht hier geduldet, zumindest diejenigen, die nicht willkommen sind. Naja, egal, das soll uns nicht interessieren. Wir wollen ja auch Sandy da rausholen. Ne? So, da stehen wir auch schon vor der Haustür. So, und hier haben wir das legendäre erste Rätsel des Spieles. Also, für diejenigen, die das Spiel jetzt nicht kennen, möchte ich einfach die große Preisfrage stellen. Was würdet ihr in dem Fall tun, um in das Haus reinzukommen? Hm? Wo könnte die Lösung hier stecken? Wenn ihr der Meinung seid, ihr könntet einfach mal an der Haustür klingeln und so versuchen, einen der Einwohner zur Tür zu bitten und diese für euch zu öffnen? Na, ist falsch. Es passiert zwar wirklich, dass Ed in dem Fall runterkommen wird, das ist der Sohnemann von Dr. Fred, aber er wird euch nicht in das Haus reinlassen, weil er nämlich sagen wird, ich lass dich nicht rein, du bist viel zu blöd. So viel dazu. Die einzige Möglichkeit, in das Haus zu gelangen, ist eigentlich relativ, naja, simpel würde ich jetzt nicht sagen, aber da muss man erstmal drauf kommen. Und zwar ist es folgendermaßen, ihr seht ja diesen wunderschönen Fußabtreter, daran zieht er einfach und schon seht ihr diesen wunderbaren kleinen Schlüssel. Den nehmen wir einfach mal, zack, und schon ist er in unserem Inventar, das wird jetzt hier angezeigt und den benutzen wir auch gleich an der Haustür und zack, da ist die Tür auch gleich offen. Schön. Jetzt können wir die anderen Charaktere noch dazu holen, das machen wir mit dem Befehl Person. Und dann stehen hier drei Namen zur Verfügung, die wir auswählen können. Dave steuern wir ja gerade, deswegen holen wir einfach mal die Wendy mit dazu. So, jetzt steuern wir sie. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass wir auch zwei weitere Charaktere steuern können. So, und jetzt holen wir noch Bernard dazu. Jetzt denkt ihr euch, na nu, wie hat er das jetzt gemacht, ohne dabei Person anzuklicken? Ich habe in dem Fall eine der F-Tasten benutzt, die ja oben, die man ja von der Tastatur kennt. In dem Fall F1 für Dave, F2 für Wendy und F3 für Bernard. So viel dazu. Das geht natürlich ein bisschen viel schneller. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach in das Haus rein. Und da sind wir auch schon im Hausflur. Und dann gucken wir mal, was hinter dieser Tür ist. Das sieht aus wie eine Küche. Sieht man ja auch Mikrowelle, Ofen und so weiter. Und da liegt auch eine Taschenlampe. Warum auch immer. So, gucken wir einfach mal rum und... Du willst was essen, du kleiner Fratz? Komm doch her, hihihi, Süßer. Nö, wir gehen einfach mal raus und zack, wieder rein. Das war übrigens Schwester Edna, die Ehefrau von Dr. Fred. So, und wir sehen hier noch was ganz Komisches hier in der Küche, und zwar nämlich eine Kettensäge, warum auch immer. Und das viele Blut. Igitt. Sieht sehr appetitlich aus. Ich weiß gar nicht, ob das gerade von der Schweinshaxe kommt. Yeah, I don't know. Ich will nicht wissen, woher das kommt. Naja. Und da haben wir auch einen Kühlschrank mit irgendeiner roten Flüssigkeit. Könnte da irgendetwas verborgen sein? Bestimmt. Ach, Gott sei Dank war es nur Ketchup. Keine Leiche oder so. So, da gibt es auch lecker Käse. Brauchen wir aber nicht. Batterien, wofür auch immer. Salat ist ja noch ganz normal. Und da kommt eine Zwischensequenz. Nun, meine Liebe, gefällt's dir hier? In ein paar Minuten ist alles vorbei. Meine Maschine saugt dir dann dein süßes Gehirn raus. Damit kommen sie nie durch. Dave und seine Freunde werden mich retten. Sie und der Meteor können einpacken. Das glaubt auch nur sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay, das war gerade Daves Freundin Sandy gewesen. Und das war auch Dr. Fred gewesen, der sie angelacht hatte. So, wir nehmen jetzt einfach mal die Pepsi-Dose übrigens raus. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was hier alles noch ist. Das sieht wie das Esszimmer aus und das Esszimmer ist lang und weilig. Ja, so viel dazu. Und dann hätten wir hier so die Abstellkammer und da fällt mir gerade was ein. Ich habe was vergessen zu machen. Ja, die Fruchtsäfte stecke ich natürlich gerne ein, so wie das Glas. Die anderen Sachen brauchen wir nicht. Tentakelfutter. Was? Tentakelfutter, wofür? Ich habe da so eine komische Vorahnung. Ich weiß nicht, was der Dr. Fried da für Experimente durchführt, aber irgendwie ist es ein bisschen komisch. So.
Ja, ich hab ich jetzt schon was vorweggenommen. Bin ich hungrig. Oh, verdammt. Das ist jetzt der Red Ed, der Sohnemann von Dr. Fred und Schwester Edna. Da hauen wir erstmal ab. Und dann machen wir gleich nochmal ein kleines Rätselspielchen. Ne? Ihr habt nichts gesehen. So. Wir können uns aber hier mal weiter umsehen. Altmodisches Radio. Wir befinden uns übrigens gerade im Wohnzimmer. Das sieht man schon an der Couch. Da ist eine Radioröhre drin, ein ganz altes Ding. Und hinter dieser Schranktür befindet sich, oh, ein Kassettenspieler. Cool. Diese guten alten Dinger, wo man noch so Hörspielkassetten und Kassetten noch reintun konnte und so. Tum-ti-tum, dum-di-dum. Oh Junge, Käse für den Hamster und mich. Hohoho, ich freue mich ja so. Ja, wenn wir übrigens den Käse mitgenommen hätten, dann hätte er gesagt, verdammt, wo ist der Käse? Kleiner Hinweis. Also, es ist sehr variabel, das Spiel. Also kann alles Mögliche passieren. Sehr cool eigentlich. So, gehen wir doch mal da hier weiter. Das ist ein schönes Bild. Das können wir leider nicht anklicken. Und, oh, hier ist es stockfinster. Aber da ist eine Lampe. Und wir befinden uns dann in einer kleinen ja, in kleinen Bibliothek. Also klein und auch wieder nicht. Da ist auch nur eine Treppe. Aber Treppe zurzeit außer Betrieb. Okay, können wir nicht hoch. Ist irgendwie kaputt, obwohl es nicht danach aussieht. Egal. Und da ich eine schöne Pflanze, das ist nämlich Chuck die Pflanze, die legendäre Pflanze, die zum ersten Mal hier in diesem Spiel vorkommt. Ja. Das wollte ich auch nochmal sagen, die kommt noch später in den anderen Teilen, also anderen LucasArts Adventure Spielen auch vor. Die könnte ich zwar mitnehmen, aber er will es nicht. Hat keinen Bock dazu. So, da ist übrigens eine lose Platte, wir ziehen einfach mal dran. Nietzsch, und da ist eine Kassette, cool. Jo, nett, nett, nett. So, soweit dies und das und auch jenes. Jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr prekären Rätsel des Spieles. Also, ihr seht ja diese Tür. Und das Auffälligste an dieser Tür ist schon mal die Tatsache, dass hier kein Knauf zu sehen ist. Das heißt, man kann die Tür so nicht öffnen. Das können wir mal probieren. Die hat ja gar keine Klinke, genau. So, das heißt, es muss hier einen Mechanismus geben, um diese Tür öffnen zu können. Das könnte man sagen. Diese Dinger sehen schon ziemlich auffällig genug aus, aber das Problem ist hier schon mal, die können wir nicht anwählen. Gut, funktioniert es nicht. Du sollst nicht die Treppe rauf gehen. So, das geht schon mal nicht. Was macht man da in dem Fall? Ich kann es schon soweit mal verraten. Der Mechanismus ist auf jeden Fall schon mal hier. Aber wo der genau ist, überleg mal für ein paar Sekunden. Richtig, ihr habt es genau richtig erraten. Der ist nämlich bei diesem Kobold. Da müssen wir einmal draufdrücken und schon geht die Tür auf. Voila! So, da gehen wir auch mal rein. Warum auch immer hier so eine Tür befestigt worden ist ohne Klinke, das weiß ich nicht. Hat vielleicht einen Grund. Wir betätigen mal den Lichtschalter hier und es passiert natürlich nichts, weil das Spiel sich denkt, das ist der falsche Befehl, obwohl es gar nicht so falsch ist. Ach, dann schalt einen Lichtschalter, obwohl es total unlogisch klingt. Egal. Okay, ein Kernreaktor. Was, Kamin? Kamin? Na, also, würde ich so nicht sagen, dass es ein Kamin wäre. Sieht für mich eher wie ein Kernreaktor aus. So, auf jeden Fall ist für uns interessant dieser silberne Schlüssel. Den brauchen wir nämlich jetzt noch. Ne? Den bräuchte nämlich eigentlich Dave. Und warum braucht der Dave das? Ganz einfach. Ja. Deswegen. Ne, da gehen wir einfach mit Bernard rüber, weil Dave ist gerade zu faul, um mal zurückzulaufen. Mann, ist das ganz schön lang hier. So, hallo Dave. Hallo Idiot. Nein, also Bernard ist kein Idiot. Er ist nur ein Streber. Aber mehr auch nicht. So. Machen wir die Tür auf. Hallöchen, Popöchen, was haben wir denn hier? Ein Swimmingpool? Da könnten wir doch reingehen oder nicht? Ich will doch nicht nass werden. Okay, anscheinend wollen sie nicht so gerne schwimmen, aber hey, wir haben doch ein Glas mit dabei. Ne? Das können wir doch hier benutzen, oder? Also ja. Ja, das können wir. Sehr schön. Haben wir ein bisschen Wasser mit drinne? Ja, und ich möchte schon mal von vornherein eins verraten. Mit dem Wasser stimmt was nicht. Ich finde was ganz gewaltig nicht. Aber was das ist, das werden wir noch zu Gesicht bekommen. Ich will noch nicht zu viel verraten.
So. So weit sei verraten. Okay. Jo, jetzt brauchen wir nochmal. Ja, Dave kann ja Wendy schon mal was Wichtiges geben, und zwar den Schlüssel. Aber warum eigentlich? Ja. Weil Dave zu ihr sagen wird: Wendy, geh mal raus und frier dir mal den Arsch ab. Okay, danke und tschüss. So. Im Übrigen, da ist ja auch noch was versteckt, und zwar ein Gitter. Aber es ist verrostet und geht kaum auf. Dazu kommen wir später auch noch. Aber jetzt möchte ich kurz mit Dave und Bernard mal nach oben gehen gleich. Im Übrigen, ich klicke die ganze Zeit auf den Befehl Person, obwohl ich auch einfach die F-Tasten drücken könnte. Warum ich das auch immer nicht tue. So, das ist so ein Kunstraum. Da sind ein paar Plastikfrüchte, die ich mitnehme, und ein Farbentferner. Ja, nehmen wir doch einfach mal mit. Nö. So. Und hier oben geht es also weiter. Im Übrigen, kleine Anekdote. Ich spiele ja mit Scum VM und ich spiele auch noch mit einer modifizierten Version von Make Menschen. Und zwar handelt es sich dabei um die Version von Day of the Tentacle. Es gibt, ist nämlich so, wenn man Day of the Tentacle spielt und in den Raum von Red Addison, also Red Ed Addison reingeht, dann ist ja in seinem Zimmer auch ein Rechner mit drin. Und wenn man den Rechner benutzt, dann spielt man damit tatsächlich Maniac Mansion, also dieses Spiel hier. Und in der ursprünglichen Fassung damals war es noch so gewesen, dass diese Tür noch verschlossen war. Und man musste diese Tür auch öffnen, mit Hilfe dieser Schalltafel. So, die Sache war die. Es war kein Rätsel im klassischen Sinne damals gewesen, sondern es war eine Sicherheitscode-Abfrage. Und zwar war es halt damals noch in den 80ern und 90er Jahren noch gang und gäbe, dass die Spiele ja raubkopiert worden sind. Und damals hatte man noch keine, sag schon, Sicherheitsabfragen und sowas gehabt. Und Lucasfilm Games kam erst später drauf, von wegen, ach ja, da gibt es ja noch irgendetwas mit Raubkopien und so weiter. Was können wir da machen? Ach, wir könnten ja in der nachfolgenden Version von Make Menschen das mit einbauen, damit die Spieler niemals überhaupt auf die Gelegenheit kommen, da durchzukommen, denn das war damals ja noch möglich gewesen. Damals war es noch eine normale Tür. Bei der Enhanced-Version, die wir hier jetzt spielen, wurde extra eine Art Sicherheitstür eingebaut für dieses Spiel. Und um diese Tür öffnen zu können, brauchte man einfach eine Codeabfrage, die in der Spieleverpackung mit drin lag, wo es diverse, sag schon, Buttons gab, die angezeigt worden sind. So, und dann hat das Spiel halt gesagt, du musst dann halt die entsprechenden Buttons von der Zeile so und so und der Reihe so und so auswählen, also beziehungsweise nehmen, um die Tür öffnen zu können. Und da hatte man maximal, soweit ich mich erinnere, drei Versuche gehabt. Wenn man alle drei Versuche verkackt hat, auf gut Deutsch, dann war das Spiel vorbei. Dann ist das ganze Haus explodiert. Ohne Sinn, also ohne Wenn und Aber. Ohne auch irgendwie zu beantworten, warum. Und das wollte ich mal nebenbei erwähnen, falls ihr euch wundert, warum hier diese Tür überhaupt existiert und warum sie überhaupt offen ist. Man hat nämlich bei der Day of the Tentacle-Version einfach die Tür offen gelassen, weil es war ja so, auf der einen Seite gab es für dieses Spiel schon bereits eine Codeabfrage bei der Diskettenversion von Day of the Tentacle für sich selber und dementsprechend war die Codeabfrage bei Maniac Mansion eh überflüssig gewesen, auf eine gewisse Art und Weise. Das zum einen. Und zum anderen, ja, ne, das ist eigentlich ist es der Hauptgrund, warum das so war, weil wenn man Day of the Tentacle schon hatte und da auch die Codeabfrage und so durchgeführt hatte und in der CD-ROM-Version war sowieso keine Codeabfrage mehr vorhanden gewesen, weil es war ja noch so damals, man konnte damals die CDs in den 90er Jahren noch nicht brennen. Das kam erst so Ende der 90er, Anfang der 2000er vor. Da war es alles erst möglich gewesen mit speziellen Programmen und so weiter. Aber damals, wie gesagt, war es noch nicht so möglich gewesen. So viel dazu zum Thema Anekdote. So, und jetzt geht es hier erstmal weiter. Wir können uns hier auch nochmal kurz umschauen, was es hier so gibt. Gehen wir einfach da mal rein. Und es ist schon wieder stockdunkel. Das gibt's doch gar nicht. So, Tischlampe, sehr schön. Oh, das sieht so aus wie Dr. Frieds Büro und auch, ich sag mal, Krankenzimmer. Weil das sieht man schon anhand des echten Skelettes. Echtes Skelett? Oh, das ist gruselig. Finde ich auch. Dann haben wir hier noch so ein medizinisches Schaubild. Igitt, das ist ja scheußlich. Lecker, lecker. Und eine Tafel. Sieht wie Formeln aus, die die Struktur eines Meteors beschreiben. Aha, das ist ja ziemlich seltsam. So, klingt auch sehr interessant. Gut, soweit dieses Zimmer. Und was haben wir hier?
Da haben wir, oh, das ist ein Traum für jeden einzelnen Videogame-Zocker. Eine Halle mit Arcade-Automaten, geil. Oh, das ist ein Traum. Das hätte ich auch gerne mal in meiner Wohnung, aber meine Wohnung ist dafür viel zu klein. Und Air-Hockey-Tisch, cool. Bisschen klein, also ein bisschen tief geraten das Ganze, aber trotzdem cool. Und da ist noch ein Poster mit Zack McCracken. Das lesen wir uns einfach mal durch. Zack McCracken in the A-Man Benders. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich habe nur noch nicht rausgekriegt, was der Benzinkanister auf dem Mars soll. Haha. Das ist ja auch so ein Gag von den beiden Spielen von Maniac Mansion und Zack McCracken. Es ist nämlich folgendermaßen. Wir haben hier eben gerade mit Dave diese Kettensäge mitgenommen. Und wenn wir die benutzen würden, dann sagt er folgendes. Ich glaube, die hat kein Benzin. Ja, jetzt dürft ihr dreimal raten, wo sich der Benzinkanister dafür befinden könnte. Na, na, na. Ihr wisst Bescheid, ne? Gut, okay. Ich würde mal sagen, dass sich Dave und Bernard, hallo, Bernard, schau mal Richtung Kamera. Ja, genau. Hallo. Dass sich die beiden mal verabschieden, wenn die es sowieso gerade beschäftigt. Also würde ich mal sagen, wir machen erstmal einen Cut hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, je nachdem, was ihr vorhabt, ne? Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal, genau, das wollte ich sagen. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wünscht euch Dave, Bernard und meine Wenigkeit. Bis dahin. Ciao, wie, wowie.